Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften mit den Krafttieren. Ja, wir gucken für heute und für morgen, was so die Überschriften durch das Lennemann uns aufzeigen wollen. Und dann werde ich natürlich zwei Krafttiere aus dem Stapel auch ziehen. Und da darfst du dich ganz persönlich für dich, ganz individuell entscheiden, ob du das erste Krafttier oder das zweite Krafttier haben möchtest. Die beiden, die lege ich natürlich hier hin, weil das Krafttier soll auch wirklich dein Begleiter für die zwei Tage sein und natürlich auch gerne für die ganze Woche, sag ich ja auch immer. Und natürlich, wenn du magst, nimmst du auch zwei Krafttiere. Ich meine, mehr gibt es nicht, aber du darfst natürlich auch beide nehmen, weil oftmals ergänzen die sich natürlich auch und harmonieren und sprechen halt auch mit den Botschaften aus dem Lennemann. Deswegen ist das immer ganz spannend zu sehen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was uns das Lennemann hier für Überschriften für heute und für morgen geben möchte. Das ist zeitunabhängig, das wisst ihr. Dann, wann du schaust, dann gilt es für dich für die zwei Tage jetzt. So, dann legen wir mal die Karten hier ein bisschen aus, wie immer. Und dann ziehe ich für uns mal drei Karten hier raus. Und schaue, ob ihr alles sehen könnt, aber ich glaube schon. So. Nicht ich glaube, ich weiß es. So, da haben wir einmal die Eulen. Da haben wir das Kind. Und wir haben das Buch. Ja, und das ist ganz interessant, weil ja, die Eulen, die sprechen immer so für ein bisschen Stress, ein bisschen Hektik, ein bisschen nicht wissen, ob es jetzt vorangeht, ob man stagniert, ob man dies machen soll, jenes machen soll, so Aufruhr halt. Ne? Das ist so, alles ist irgendwie im Gang, aber auch irgendwie nicht wirklich zu packen. Ne? Resultate kann man nicht immer sofort erkennen. Ne? Es ist so mehr an der Oberfläche noch alles. Ne? Man sagt auch mal Klatsch und Tratsch, ne? Gespräche können stattfinden, die aber einfach nicht so ins Eingemachte gehen. Ne? Ihr kennt von mir die Routen, die Tacheles-Gespräche und das ist so mehr so, ja, man redet über das Wetter, aber möchte aber eigentlich viel intensiver sprechen. Ne? Und das kann gut sein, dass das jetzt erstmal so der erste Step ist bei euch, dass man halt einfach mal überlegt, ob man jetzt wirklich auch, ich sage jetzt mal, etwas angeht, etwas Neues kreiert, etwas Neues, ja, vielleicht auch in Bewegung setzt oder anfängt, ne, neue Möglichkeiten vielleicht für sich auch schon im Kopf hat. Ne, und die sind aber noch nicht ganz so richtig, wisst ihr, das ist halt noch nicht so richtig geboren. Ne? Man hat so Gedanken, man hat so viele ja, Ideen vielleicht auch, weil man vielleicht auch muss oder einfach auch möchte. Und die sagen dir, ja, die sollen dich jetzt sozusagen, ja, das Puzzle soll zusammengefügt werden, weil der Neuanfang, Neubeginn, Wachstum soll kommen hier. Definitiv mit dem neuen Kapitel. Und das ist vielleicht auch wirklich, hier ist ganz viel noch an der Oberfläche. Und da solltest du jetzt in den nächsten Tagen, also heute und morgen hier sortieren für dich, schauen, auch wenn du schon Gespräche vielleicht auch geführt hast, die dich einfach so, ja, ich wirklich so einen Minischritt nach vorne gebracht haben zu deinem Thema vielleicht, was gerade so in deinem Kopf rumschwirrt, dann sollst du es vertiefen, weil Wachstum ist auf jeden Fall jetzt hier vorhanden und das neue Kapitel kann gestartet werden. Und das weißt du hier noch alles gar nicht, ne? Weil das Buch spricht ja auch immer so, ja, was heißt von Geheimnissen? Geheimnis ist hier das falsche Wort, mehr vom Verborgenen, ne? Was so in dir ist. Es möchte auf jeden Fall irgendwas mehr intensiv aus dir heraus, was Potenzial hat für Neuanfänge, ne? Und das sollst du in den zwei Tagen jetzt mal wirklich mal nachdenken. Wenn du nichts gerade im Kopf so präsent hast, was du ja vertiefen könntest, was du ja noch mehr ins Leben rufen kannst, ne? Aber ich spüre total, dass du auf jeden Fall irgendwas hast, was raus will aus dir. Aber es ist halt noch nicht so spruchreif, ne? Weil du glaubst vielleicht nicht richtig an dich oder hast es vielleicht schon mit dem einen oder anderen mal, ja, wie gesagt, an der Oberfläche besprochen, aber es ist nicht tiefer gegangen, weil keine Ahnung, keine Zeit da war oder das Interesse vom Gegenüber war nicht so da oder wie auch immer. Aber jetzt ist es wichtig, in den zwei Tagen anzusehen das nochmal und wirklich hier zu intensivieren, weil das Kind signalisiert Neubeginn, Wachstum mit dem neuen Kapitel, wovon
du noch gar nicht in dem Moment jetzt wirklich dir erträumen lassen kannst, dass es wirklich für dich Potenzial hat, für dich das ein Riesenstart auch ist, ein Erfolgsstart auch vor allen Dingen, ne? Also geh da auf jeden Fall weiter. Und natürlich können das auch Gespräche in Partnerschaften sein, mit Familienmitgliedern, mit, ja, ich sage jetzt mal auch mit Dates, die man gerade hat oder so, ne, wo man wirklich da vielleicht noch ganz an der Oberfläche ist und gar nicht sich gerade, was heißt erhoffen mag, erhoffen vielleicht schon, aber gar nicht denkt, dass das hier in Wachstum geht, dass das wirklich ein gemeinsames neues Kapitel wird, ne? Dass man das Verborgene sozusagen, ne, was noch gar nicht spruchreif ist, mal endlich zusammenleben kann, ne? Oder Freundschaften, die aufgebaut werden. Oder auch endlich mal wieder in der Familie ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, ne? Mit Familienmitgliedern, wo auch Potenzial dafür da ist, dass man wieder zusammen Wege geht, ne? Das sind alles zu Inspirationen, wo die noch gar nicht so bei dir so präsent sind, die jetzt aber rauskommen möchten, die das neue Kapitel schreiben möchten, die wirklich hier aus deinem verborgenen Inneren kreiert wirklich rauskommen möchten und hier vertieft werden wollen. Jetzt schauen wir uns aber mal hier die Krafttiere dazu an, was wir da noch für eins dazu bekommen oder zwei ja natürlich. Aber ihr entscheidet euch für eins. So. Jetzt wollte ich hier einen schönen Fächer wieder machen, aber ihr wisst ja, da bin ich nicht so die Meisterin drin. Aber ich möchte irgendwie hier so eine Karte von da drunter haben. So, eins und zwei. Bin hier mal gespannt. Jetzt haue ich schon meine ganze Deko hier um. Aber wer weiß wofür, ne? So, jetzt schauen wir mal, was wir hier für Kraft hier haben. Die Sicherheit. Wow, den Bären. Und wie schön ist das denn? Und die 17, die kann ich ja auch ins Lenny übertragen. Und ihr wisst, ich mag das ja so gerne. 17 sind die Störche, die Veränderung. Ja, und das, was hier in der Oberfläche ist, ne, was rauskommen möchte, was besprochen werden möchte, bis ins Detail für einen Neuanfang, ne, was gelebt werden möchte, was ein neues Kapitel öffnen möchte, was euch letztendlich Sicherheit gibt. Und der Bär, ihr wisst, ich sage immer, der Bär ist so. Der ist stabil, der ist wirklich der Fels in der Brandung, der steht auf beiden Beinen. Und ja, mach es. Ich kann dir hier wirklich nur ein Go geben, egal wo, was hier wirklich schlummert oder was hier besprochen werden muss. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, das können Situationen sein, das kann einfach irgendetwas auch aus deinem Inneren sein, was raus möchte, was gelebt werden möchte, ob es ein Hobby ist, ne? Auch wenn es alles gerade noch immer noch schwierig ist. Trotzdem, oder neuer Job oder Selbstständigkeit oder wirklich mit jemandem ja enger zusammenzurücken, ne? Und da sei es Familienmitglieder, Freunde oder wirklich Partner, Partnerin oder jemand, den man gerade kennengelernt hat, ob Mann oder Frau. Ja, es möchte hier den Neuanfang, es möchte dein Neustart sein, es möchte hier ein neues Kapitel geöffnet werden. Und glaub daran, die Sicherheit ist bei dir. Und das ist so schön, und ihr wisst, ich sage immer, macht alles bodenständig und realistisch, ne? Wägt alles ab, auch wenn ihr einen Job kündigt oder wenn ihr in die Selbstständigkeit geht, ne? Immer schafft euch irgendwie einen Puffer oder schaut, dass ihr Kontakte knüpft. Networking ganz wichtig. Und bei den Ämtern vielleicht auch, dass ihr da halt auch noch vielleicht Unterstützung bekommt und. Und dann macht es, weil die Sicherheit ist wirklich jetzt mit dem Krafttier, die ist bei euch. Egal, ne, ob das jetzt wirklich schwierige Gespräche sind oder wo ihr einfach vorankommen möchtet, auch mit Menschen oder für euch selbst, ne. Manchmal ist es auch mit sich selber, wenn man Konflikte hat oder einfach denkt, boah, ich bleibe hier einfach stehen oder mich hat man vergessen oder wie auch immer, ne? Und man kommt einfach nicht weiter. Man versucht so oft anzudocken. Man versucht Gespräche zu finden. Man versucht neue Freundschaften zu finden und. Und es funktioniert einfach nicht. Dann nicht aufgeben, weil Wachstum möchte kommen. Definitiv hier. Es möchte raus. Es möchte gelebt werden. Es möchte was Neues starten. Und du hast die Sicherheit mit dem Bären. Ganz, ganz toll. Jetzt bin ich mal gespannt, was das eine zweite Kraft hier ist. Das ist die Anpassung. Okay. Und das finde ich jetzt lustig. Habe ich nicht vorhin von den Tacheles gesprochen? Tacheles gesprochen, von den Tacheles-Gesprächen gesprochen hier. Ich habe euch ja erklärt, was die Eulen sind und die Tacheles-Gespräche. Und die 11 sind die Ruten, das sind die Tacheles-Gespräche. Ja, hier. Also. Diese Oberflächlichkeiten in Gesprächen, in Ideen, in Kreationen, die noch schlummern, die raus möchten,
Wege mit Menschen, die man gehen möchte, die man wirklich auch ernst besprechen möchte. Ja, hier hast du nochmal die Routen. Es wird so weit sein und es wird auch in die richtige Richtung gehen, wenn man wirklich auch dazu steht, was man gerne möchte, wenn man das äußert, wenn man dafür kämpft, ne? Und Anpassung finde ich total schön, weil Anpassung heißt für mich einmal auch, dir dich anzupassen, ne? Dir eine Chance zu geben, dass du diesen Weg gehen darf, diesen Neustart, dieses neue Kapitel, was raus möchte, was gelebt werden möchte. Dein Ich möchte gelebt werden, wenn es um dich geht, ne? Dann heißt es wirklich, dass du dich mal sehen sollst, ne? Und Anpassung ist so viel. Natürlich passen wir uns auch Situationen an, auch Menschen an. Und es kann hier auch sein, dass es wichtig ist, in diesen Gesprächen, in diesen derzeit noch oberflächlichen Gesprächen, die jetzt hier ernster werden durch die Elfenländermauer, durch die Routen auch, dass man Kompromisse vielleicht machen muss. Und ich sage ganz bewusst muss, weil im Leben machen wir Kompromisse. Und wir müssen uns auch mal anpassen, um Wege zu gehen, Neustart zu kreieren. Ne, wir können Revolution in allem sein, aber dann ist manchmal so, dass wir halt unser Ding machen und viele Menschen Situationen auch dabei vergessen. Im Leben geht es darum, halt auch Kompromisse zu finden und auch sich mal anzupassen, auch mal zu sagen, wichtig ist ja immer so, wenn etwas einem nicht so wichtig ist, und das sage ich bei meinen Paar-Coachings auch, wenn etwas, ein Punkt dir nicht so wichtig ist, aber deinem Gegenüber wichtig ist, ja, dann lass doch 5 gerade sein, dann lass doch ihn oder sie machen. Du hast dafür andere Punkte, die dir wichtig sind und die, für die stehst du ein und sagst, nee, da mache ich keinen Kompromiss, das ist für mich wichtig. Ne? Und das ist mit Anpassung auch gemeint, aber du hast die Möglichkeiten wirklich für Neustarts und manchmal ist es auch mit Familienmitgliedern oder mit Freunden, wo hier Stress, Hektik, alles da ist. Das kannst du jetzt wirklich auch in die Ruhe bringen lassen, durch vernünftige Gespräche, durch Neustarts, durch diese Anpassung, dass du auch wirklich sagst, okay, es ist für mich in Ordnung, dass ich ein Stück näher komme. Ne? Vielleicht musst du hier auch einen ersten Schritt machen, um ein neues Kapitel auch zu öffnen. Aber wie viel bekommst du dafür, wenn du Neubeginn hast, wenn du Neustart hast, neues Kapitel? Dann ist es vielleicht mal wichtig, auch nicht immer zu sagen, nein, ich verändere mich nicht, ich passe mich nicht an. Das können die anderen alle machen, können die Situationen auch machen, kann der Arbeitgeber machen und. Damit kommen wir nicht weiter. Ne? Hier muss es natürlich uns immer mit gut gehen. Es geht hier nicht darum, Ja und Amen zu sagen zu allem. Ne? Bitte das nicht verwechseln mit Anpassung. Hier geht es darum, um eine gesunde Anpassung, womit du auch glücklich bist. Ne? Das ist ganz, ganz ultra mega wichtig. Ihr Lieben, ich wünsche euch zauberhafte 2 Tage. Denkt dran, die Krafttiere können euch auch die ganze Woche begleiten. Und ich freue mich, wenn wir uns bei den nächsten Tagesbotschaften hier wiederhören. Alles Liebe, bis dann. Tschüss.